Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Heute dreht sich alles um Bahnübergänge. Allzu viele sind es ja nicht hier auf der Karte. Ich glaube insgesamt an den Hauptstrecken zumindest 5, wenn ich mich nicht verzählt habe. In diese Folge sind jetzt mal 3 hineingeraten. Wir beginnen mal mit dem hier an der linken Rheinstrecke. Das ist kurz vor Bobhard, ziemlich genau hier unterhalb des Bobharder Hammes. Da ist auch immer relativ viel Straßenverkehr unterwegs. Das liegt einfach daran, da oben auf dem Berg befindet sich ein Weingut. Das habe ich dahin gebastelt. Da finden halt regelmäßig Weinverköstigungen, Weinfeste mit Speis und Trank statt. Solche Geschichten. Und deswegen ist hier auch einiges los. Es befindet sich tatsächlich auch hier in der Position in der Realität eine Bushaltestelle. Und da habe ich mir noch eine Buslinie natürlich angelegt, die hier entlang fährt. Und habe mal alle möglichen Busse draufgepackt, die mir einfach optisch gepasst haben. Ob die jetzt hier realistisch sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Sind sie natürlich nicht, das sind fast alle Schweizer Busse, aber die gefallen mir halt optisch ganz gut. Und ich habe auch nicht so wirklich was Realistisches insgesamt für die Region gefunden. Also ich glaube, Koblenz wird insgesamt von MAN angefahren. Ich glaube, das gibt es auch nur im Steam-Workshop, die MAN-Busse. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, ich habe hier einfach mal alles Mögliche losgeschickt, was mir einfach optisch gut gefallen hat. Ja, wie gesagt, 5 Bahnübergänge, glaube ich, insgesamt an den Hauptstrecken auf der ganzen Karte. Mehr sind es tatsächlich nicht. Bei den Nebenstrecken, bei den Nebenbahnen sind jetzt noch 2 dazugekommen, die entstehen gerade aktuell. Und natürlich habe ich auch noch hier bei dem Rheinhafen auf dem Industriegelände sind auch noch ein paar Bahnübergänge, aber das wird sich jetzt nicht wirklich lohnen, da stundenlang zu filmen. Werden wir natürlich auch noch ein bisschen unter die Lupe nehmen bei Gelegenheit. Aber jetzt nicht in einer Bahnübergangsfolge in dem Sinne. Ja, dann habe ich mich hier eben niedergelassen und eine ganze Weile gefilmt. Verschiedene Perspektiven, auch mal mit deutlich höheren Brennweiten. Und den ganzen Zugverkehr hier ein bisschen unter die Lupe genommen. Es ist ja doch einiges los, was hier so rauf und runter fährt, die linke Rheinstrecke. Da rauscht einiges durch. Bin mir nicht ganz sicher, ob in der heutigen Folge auch wieder Neuzugänge zu sehen sind. Habe ich den Railjet überhaupt schon gezeigt? Habe ich auch vergessen. Also ich habe so viele Züge, verschiedene Zugverbände mittlerweile auf der Karte. Das kommt halt alles so nach und nach in den Folgen dann vor. Das dauert immer ein bisschen natürlich quasi vom Kommentar, wo ein Vorschlag reinkommt, bis zur Umsetzung, bis ich das dann alles gefilmt habe, geschnibbelt, hochgeladen, bis das dann in irgendeiner Folge landet. Also wundert euch nicht, falls ich mal irgendwie auf einen Kommentar reagiere und sage, ja, das mache ich, das kann gut und gerne mal 3 Wochen dauern. Also das ist nicht ungewöhnlich. Und ich verliere halt komplett den Überblick. Deswegen weiß ich oftmals nicht, was ich schon gezeigt habe und was eben nicht. So, das liegt, glaube ich, auch einfach in der Natur der Sache. Ich müsste mal durchzählen, wie viele verschiedene Züge ich mittlerweile auf der Karte habe. Also das sind garantiert auch, so viele hatte ich wahrscheinlich noch nie. Da bin ich mir ziemlich sicher. Früher gab es natürlich auch gar nicht diese Vielfalt. Aber es ist toll. Also gerne ruhig noch mehr Wünsche in die Kommentare kloppen, solange das noch geht und solange das Rollmaterial vorhanden ist, schmeiße ich alles auf die Karte. Mittlerweile bin ich da wirklich schmerzbefreit. Also mittlerweile ist auch der TGW unterwegs. Der würde ja hier überhaupt nicht durch die Gegend fahren. Der Thalys wurde auch noch vorgeschlagen, anstatt dem TGV oder von mir aus zusätzlich. Aber da habe ich nichts gefunden, ehrlich gesagt. Der würde natürlich wirklich gut reinpassen, weil der fährt ja in Belgien. Das wäre gar nicht mal so abwegig. Aber da habe ich leider nichts gefunden. Auch der Vorschlag, der neulich erst kam, das ist noch gar nicht lange her. Eine Baureihe 120, dahinter eine Baureihe 101, die auch, glaube ich, abgeschleppt wird. Und dann einen ICE-3 dahinter gehängt. Wurde offenbar so gesichtet, ich glaube in Düsseldorf am Hauptbahnhof. Habe ich jetzt auch mal auf die Schiene gepackt. Aber auch da gilt wieder. Gefilmt habe ich das Ding noch nicht. Ich habe ihn nur mal losgeschickt. Also das kann auch noch eine Weile dauern, bis der auftaucht. Aber kommt noch, definitiv. Und weil ich auch die Nebenbahnen gerade schon erwähnt habe, dass da auch noch 2 BÜs dazukommen. Also die sind jetzt fast schon kurz vor der Fertigstellung, die Nebenbahnen. Also eine kleine Sneak Preview wird es wahrscheinlich übernächste Folge, könnte ich hinbekommen. Müsste funktionieren. Da ist der Railjet. Genau, da rauscht er vorbei. Ja genau, Stichwort Nebenbahnen. Da gibt es jetzt auch
Ich denke, übernächste Folge werden wir einen kleinen Ausblick auf die Nebenbahnen werfen. Die fasse ich dann einfach mal beide zusammen, einfach schon so die erste Sneak Preview, und dann wird natürlich jede Nebenbahn mindestens noch eine eigene Folge bekommen. Das wird auch eine richtig schnucklige Sache. Also bis hierhin bin ich sehr, sehr zufrieden. Gerade die Lahntalbahn hat sich wirklich schön entwickelt, auch wenn die ja wirklich sehr kurz ist. Aber dafür habe ich es, glaube ich, ganz detailreich hinbekommen. Alles schön ausgestattet, schön detailliert. Und natürlich, bevor ich hier angefangen habe, an diesen drei Bahnübergängen der heutigen Folge zu filmen, habe ich das auch alles nochmal im Umfeld des BÜs, der BÜs, so ein bisschen weiter im Deko-Bereich gebastelt. Ne? Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Hier ist der Detailgrad schon relativ hoch. Viel mit der Vegetation noch so ein bisschen rumgespielt, damit das Ganze hier auch nach was aussieht. Jo, relativ viel Busverkehr. Ich habe noch gar nicht so wirklich darauf geachtet, ob die Linien schon angenommen werden. Ich hätte vielleicht das Ding noch ein bisschen länger laufen lassen sollen, dann wären auch ein paar mehr Leute mit den Bussen gefahren, aber sei es drum. So, die 181, Ozeanblau B, im klassischen Intercity. Die sind mittlerweile wirklich deutlich in der Unterzahl. Man sieht sie immer wieder, aber das habe ich schon drastisch modernisiert, die ganze Intercity-Geschichte. Also es fahren überwiegend halt die modernen weißen Fernverkehrswagen durch die Gegend. So, die sind auch alle unterwegs zum Weinfest. Trinken hoffentlich nicht allzu viel, gerade die Autofahrer. Das hatten wir eigentlich so vereinbart, also deswegen habe ich auch die Buslinie angelegt. Und die Hamsterbacke Richtung Boppard. So, dann dürften wir mit dem ersten BÜ gleich durch sein. Das ist auch genau jetzt der Fall. Das ist jetzt hier der Bahnübergang in Fallendar. Man sieht auch hier wieder schön, da habe ich halt genau die Kamera Richtung Koblenz ausgerichtet. Dann einmal gedreht, auf die andere Seite rüber gehüpft und schon läuft es wieder. Also stotterfrei. Das ist halt wirklich immer, wenn man Koblenz mit in der Perspektive hat, auch wenn man es gar nicht sieht, dann wird es schwierig mit der Performance. So, 145 dürfte das sein. Der ist auch schon eine ganze Weile unterwegs. Relativ schmutzig schon, die ganze Geschichte. Finde ich aber im Güterverkehr gerade eigentlich ziemlich cool, wenn die einfach ein bisschen abgeranzt aussehen. Das darf schon so sein. So, ordentlich Verkehr. Viele T5 sind das, glaube ich, sind hier unterwegs. Scheinen sehr populär zu sein. Da staunen auch die Arbeiter. Hier auf dem Baugerüst, wenn der Kohlezug vorbeifährt. Einer der längsten Züge mit dem Erzbomber. Die haben, glaube ich, beide so um die 800 Meter Länge. Also, da geht schon was. Was die Güterzüge angeht, könnte ich vielleicht auch gerade schon mal ansprechen bei der Gelegenheit. Viele fahren ja trotzdem, also ich habe zwar einige beladene, aber das sind halt die, die eben so beladene Varianten dabei haben. Es gibt ja einige Mods, Güterzug-Mods, die haben eben diese sogenannten Fake-Varianten, die dann einfach beladen sind. Aber das gilt natürlich bei Weitem nicht für alle. Gerade so für diese Rungenwagen heißen die, glaube ich, also Holztransportwaggons, Stahltransportwaggons, all solche Geschichten, die fahren halt alle leer durch die Gegend. Man sieht das immer wieder bei den gemischten Güterzügen, wie hier zum Beispiel. Da fielen die Container. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber eben all diese Waggons, mit denen man halt irgendwie Stahlplatten, Baumstämme und sowas transportieren kann, die fahren halt trotzdem leer durch die Gegend, weil es eben nicht diese beladene Version gibt, aber das möchte ich auf der nächsten Karte dann auch ein bisschen anders gestalten. Also ich werde mal versuchen, dass ich mir halt selber so ein paar Warenketten aufbaue. Das funktioniert ja auf jeden Fall, egal ob man jetzt Schönbau macht oder nicht. Und dann gibt es ja auch noch diese Import-Export-Mod. Und ich glaube, wenn man das kombiniert, Güterbahnhof, dann die passende Industrie in der Nähe dazustellt, Waren an- und abliefern lässt und das Ganze noch mit einer, also eben mit dieser Import-Export-Mod kombiniert,
dann müsste es auch problemlos drin sein, dann eben auch mal irgendwie so einen Holzzug oder einen Stahlzug oder irgendwie sowas durch die Gegend fahren zu lassen. So, das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die mir so im Kopf herumschwirrt für die nächste Karte. Ja, ihr seht schon, ich mache mir schon relativ viele Gedanken über das nächste Projekt. Nur eine passende Karte habe ich noch nicht gefunden. Wie heißt die Karte? Eine hatte ich gesehen im Workshop. Berchtesgaden, glaube ich, heißt die. Also das ist schon eine Karte, die einen ganz coolen Eindruck macht. Die werde ich mir mal genauer anschauen. Ich muss mal schauen, ob da auch noch ein Fluss drauf vorhanden ist, weil einen Fluss möchte ich auf jeden Fall dabei haben. Aber eben halt auch ein paar Berge. Und sie darf auch nicht allzu groß sein. Und da wird es dann wirklich schwierig. Die meisten wirklich gut aussehenden Karten sind mir halt einfach zu groß. Also das ist relativ schwierig. Man kann zum Beispiel im Steam Workshop auch nicht nach Größe sortieren lassen. Das macht die Sache auch wieder ein bisschen mühsamer. Also falls ihr einen Kartenvorschlag habt, idealerweise kleine Kartengröße. Und perfekt wäre halt, glaube ich, im Maßstab 1:3. Und dann sollen Berge dabei sein und irgendwie ein schöner, schnuckliger Fluss. Das wären so die Kategorien, so, die dabei sein sollten. Falls ihr da irgendwas wisst, gerne in die Kommentare posten, dann schaue ich mir das an. Alles schön in Ruhe, wenn ich jetzt dann im Urlaub bin. Könnt das alles mal schön unter die Lupe nehmen und dann entscheiden, wo die Reise hingeht. Für das nächste und voraussichtlich letzte Projekt in Transport Fever 1. Na, hier hat man es auch wieder schon gesehen. Da sind ein paar von diesen Rungenwagen. Gerade die letzten beiden, die waren halt auch unbeladen. Das würde ich gerne ändern auf der nächsten Karte. Die dürfen auch gerne mal leer durch die Gegend fahren, aber ich hätte sie auch gerne beladen. Also, da müssen wir noch ein paar Gedanken machen, aber ich denke mal, das sollte schon funktionieren, so wie ich das gerade schon beschrieben habe. So, Regionalexpress. Das ist, glaube ich, der Richtung Koblenz fährt. Da habe ich jetzt auch mal einen auf die Linie gesetzt. Es gibt da diese eingleisige Verbindung über die Horchheimer Eisenbahnbrücke nach Koblenz rüber. Könnten wir bei Gelegenheit auch nochmal eine Mitfahrt machen. So, das ist übrigens die Brücke, der Übergang zu dieser kleinen Insel rüber. Niederwerth heißt die Insel, glaube ich. Und dann sind wir hier, glaube ich, auch so gut wie durch. Nicht bevor wir nicht noch den Kesselzug mit der blauen ASL-Lokomotive kurz betrachtet haben. Und dann geht's an den dritten und letzten Bahnübergang der heutigen Folge an der Moselstrecke. So, und das ist er auch. Rauscht direkt mal die ET420 vorbei. Der nächste Güterzug kommt durchgebrettert. Ist auch ganz nett geworden, denke ich hier. Habe ich mich natürlich auch nochmal kurz dran gesetzt, bevor ich hier begonnen habe zu filmen. Und habe das alles noch ein bisschen weiter ausdekoriert. Mit der Vegetation nochmal so ein bisschen rumgespielt. Und das ist das Ergebnis. Das müsste so ungefähr, ich glaube, kurz vor dem Bahnhof Lehmen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist dann hier, wäre quasi rechts im Bild, also. Und das ist eben jetzt hier, wo der Interregio gerade lang gefahren ist, Richtung Löw runter, genau. Die Ecke ungefähr. So, den habe ich inzwischen auch modernisiert hier. Da zieht die 181 im blauen Gewand jetzt aktuell die modernen Fernverkehrswaggons. Viel LKW-Verkehr ist nur ein bisschen was dazugekommen. So ein bisschen ergänzt die LKW-Linien, die hier die Mosel rauf und runter fahren. Der Kamelzug lässt sich blicken. Und ein bisschen Dampf ist natürlich auch mit dabei. Den habe ich mittlerweile auch schon wieder ausgetauscht, diesen Museumszug. Der wird jetzt momentan oder demnächst halt dann in einem der neuen Videos, die dann irgendwann kommen, von der Baureihe. Oh, welche ist es denn? Ich glaube, die Baureihe 10. Die kam jetzt auch schon mehrmals in den Kommentaren als Vorschlag. Und das ist auch eine recht nett anzusehende Lok, muss ich sagen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die ist halt so ein bisschen stromlinienförmig ausgestattet.
die wird dann auch demnächst in den Videos zu sehen sein. Ja, Klassiker mittlerweile hier auf der Moselstrecke. Der Luxemburger Kollege. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Eine Bügelfalte war das, glaube ich, hier. Ein Regionalexpress. Einiges los. Ein bisschen Bundesbahn. Flair ist natürlich auch noch mit auf der Karte. Bunt gemischter Regionalzug. Auch im Hintergrund möchte ich zu beachten geben, da findet gerade so ein Umzug statt. Das war zumindest so die Idee dahinter. Deswegen dieser LKW, der in der Einfahrt steht. Ich glaube, man konnte es gerade kurz erkennen. Da werden so ein paar Kisten ausgeladen. Also ich habe einfach versucht, hier noch so ein paar so Szenerien entstehen zu lassen. Oh, Herbie. Schade, dass es da kein Repaint gibt. Das wäre noch die Krönung. Jo, der nächste Eurocity dürfte das sein. Den habe ich tatsächlich, also kommt schon ziemlich nah ans Original hin. Also ich habe zumindest Bilder gesehen, der halt also genau mit dieser Wagenreihung gefahren ist. Da dieser Panoramawagen an der dritten Position. Und auch genau mit dieser Lokomotive, auch wenn die heutzutage wohl eher oder nur noch mit der 101 unterwegs sind, vermute ich mal. Aber die Kombination hat mir gut gefallen, habe ich direkt so übernehmen können. So, da haben wir nochmal den klassischen Interregio. Ja, wunderbar. Perfekte Zugbegegnung. Na, das kann sich doch alles sehen lassen. Zugbegegnungen. Das wäre auch noch ein schönes Thema für eine Folge, hatte ich mir mal überlegt. Es ist ein bisschen schwierig zu timen. Da muss ich wahrscheinlich doch relativ lange filmen. Aber stelle ich mir auch ganz nett vor, ehrlich gesagt. So, der rauscht auch nochmal vorbei hier, der Dampfer. Und der darf natürlich auch nicht fehlen hier mit den Autoreisezugwaggons. Habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Also mittlerweile habe ich auch die Autozugwaggons, die für den Güterverkehr gedacht sind, entdeckt. Müsste man dann schon auch in der nächsten Folge zu sehen bekommen. Also da habe ich wieder ein bisschen Trainspotting gemacht, wieder alles Mögliche unter die Lupe genommen. Da sind dann auch wieder ein paar Neuzugänge dabei. Definitiv der TGV ist dann schon zu sehen. Flixtrain habe ich tatsächlich auch gefunden. Da können wir auch diskutieren, ob der schön ist oder nicht, aber bringt auch nochmal ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte. So, dann sind wir durch an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.